Wunderschön. Also wunderschön wird, weiß ich nicht. Es ist, ob ihr es glaubt oder nicht. Schaut mal auf die. Ich krieg richtig. Oh Gott. Diesmal habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ich habe allerdings keine Behutsamkeit. Oh, das ist leider das Problem, was ich habe. Okay, wir schauen mal nach draußen. Jetzt zumindest das klappt. Und ich mal schauen, dass ich hier irgendwo durch die Gegend komme. Ich weiß nicht, warum mir so warm ist. Glaube, die Beinfläche ist. So. Also entweder ist einem zu warm oder zu kalt, ihr merkt es, es ist. Aber wir werden das. Ja, wir machen uns weiter auf die Suche, weil ich habe ja gesagt, ich Dinge suchen und in einen Turm rein. Ja, das weiß ich. Das war. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen noch kümmern. Es gibt ja einige Türme, da können wir dann nur Pause und jetzt werde ich jetzt mal versuchen. Weil wir hatten ja gesagt, wir wollen ein Sachen kriegen. Nicht immer. Wir schauen uns auf jeden Fall weiter um. Oh. Jetzt habe ich hier genug rumgeeiert immer im Winter und hoffe. Weil ich wollte ja eigentlich mir ein paar Dinge besorgen. Och, wie ihr seht, Winter. Okay, es ist schon wieder. Flasche. Das ist wenigstens eine gute Erfindung, die ich ja von den Jungs bekommen habe. Aber wir waren auf der Suche nach Tieren. Hier müssen wir echt mal gucken, dass wir hier oben gefahren bleiben, weil das ist nervig. Okay, wir versuchen und schauen uns weiter um. Was ist hier? Vielleicht finden wir ja noch ein Türmchen. Ganzen schneebedeckten Berge, das macht mir echt zu schaffen hier. So. Aber ich habe momentan eine Wärmflasche. Das halt. Ach, das ist wieder. Da ist mein. Kann ich mal ein Boot hier machen? Okay. Dann müssen wir so übers Wasser rennen. Einen guten Abend, Wusimo. Du siehst, ich habe schon wieder Winter. Es ist immer Winter, egal wo es ist. Aber wir wollen heute nicht motzen. Ich werde definitiv jetzt hier weiterlaufen und schauen, was ich finde, was ich hier noch machen kann. Und ich hatte schon heute wirklich mit dem Gedanken gespielt, etwas anderes. Weil das habe ich schon wieder fast geahnt, kaum dass ich hier bin. Wird es ja los. Das ist schon wieder 20 Grad. Okay, Wärmflasche wieder. Hey, ne? Lagerfeuer, Wärmflasche drauf. Anstellen, warten. Es ist, schaut mal. Ne? Ich muss hier hin. Das heißt, das werde ich jetzt machen gleich. Ich werde jetzt gleich über den Berg hier rüber.
Jetzt ist Winter. Ja, eben. Es ist Winter. Genau, es ist Winter. Es ist wieder Winter. Hallo Kai. Fatma hat das mit Absicht so gemacht. Okay. Fatma ist schuld. Okay. Es ist so anstrengend, immer im Winter zu spielen und dann wird's Nacht und ach. Aber ich habe ja, wie gesagt, jetzt mein Absack. Kann nicht schlafen, alles. Versteht ihr mich, ey? Es ist so. Boah. Mir ist warm. Es ist. Wir packen die Wärmflasche dahin und dann gehen wir. Ich habe eine Wärmflasche. Nämlich veräppeln. Warte mal, ich habe eine Wärmflasche. Ja? Und mir ist kalt. Es ist Tatsache, es ist kalt. Ich kann mich ja schlecht ins Feuer setzen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich muss nur aufpassen und darf nicht so viel Zeit mal behaupten. Genau. Ja, ist ganz toll. Ich kann nicht schlafen gehen. Das ist wirklich wieder super. Ja, ich kann natürlich vorbeigehen und ein Loch graben. So. Einfach nur müßig. Oh, Meckermotz. Ich kann nicht schlafen gehen, obwohl meine Wärmflasche warm ist. Ja? Dann kann ich die welche wieder auflegen. Und hoffen, dass ich hier irgendwie mal schlafen gehen kann. Versuchen, wenn ich das jetzt. Das dann wärmer. Autsch. Kann ich schlafen gehen, es mit dem schlafen gehen. Ich verstehe das nicht. Ich das nicht in meinen Kopf. Weil normalerweise müsste ich doch. Warum das nicht? Ich habe eine Wärmflasche. Kann nicht schlafen gehen. Kann machen, was ich will hier. Verstehe. Ich kapier's nicht. Kann man die Wärmflasche aus. Nee. Ich hab die ja im Inventar, weil das Problem ist, die wird halt immer so schnell. Ja, also momentan geht's, aber ich kann nicht schlafen. Ich würde ja gerne. Ich kann nicht schlafen. Es ist doch schon wieder so eine. Ihr versteht eine Unlogik dieses Spiels. Guck mal, mir ist jetzt ganz warm, ja? Da, mir ist jetzt mehr wie heiß. Ich kann nicht schlafen, obwohl ich hier ein Lagerfeuer. Ich kann ja mein Bett übers Lagerfeuer. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ein Lavasee hier machen oder. Das Problem ist, ich weiß ja, meine, ich sehe zwar meine Minimap, wenn es Gott, und die Wärmflasche ist ja. Oh, also. Ja, you spin me around like a baby, ja. Tadadadada. Dadadadada. Das heißt, ich hänge jetzt erstmal wieder einen halben Stream hier in dieser Höhle fest. Weil keiner
Lage ist zu schlafen. Das ist das Problem. Ich kann mich entscheiden, was ich hier mache, aber ich habe einfach keinen Bock da in der Dings zu sein. Liegt es auch an der Monster draußen, trotz der Meldung? Boah, es ist Tag. Warte noch auf mein Zeug hier. Dann mal hier raus. Schauen wir mal. Ich nehme auf jeden Fall die Holzkohle mal mit von dem. So, okay. Wir schauen hier einfach. Was kommt. So, und jetzt muss ich hier rüber und dann versuche ich in das Biom zu kommen, wo nicht so viel Schnee ist. Irgendwie. Oh Gott. Kletter nur auf irgendwelchen Bäumen herum, okay. Löscht hier einfach nur runter und wieder anderes. Also ich versuche jetzt so schnell wie es geht, solange meine Wärmflasche wirkt, in der schneefreie Bio. Keine Ahnung, wie ich das. Weil hier ist alles voller Eis. Das heißt, ich kann hier was Eis dackeln. Okay, wir werden das einfach jetzt machen. Ah, ich schau mal. Okay, da vorne ist anderes Biom. Und relativ schneefrei. Das ist das. Kann ja nichts machen, wenn. Boah, ich muss mal gucken. Da, wo ich. Ich verstehe auch nicht, warum man hier rumrennt, warum einem nicht. Suspekt hier in diesem. So. Die lapidare Antwort, denn geht auch unter Tage. Also wir wollen ja hier nicht einen Buddelfuchs spielen, ja, das haben wir genug. So, jetzt werden wir mal schauen, hier ist Herbst irgendwie. Ich weiß es nicht, wir paddeln jetzt einfach. Paddeln macht warm. Mehr kann ich nicht machen. In der Hoffnung, dass der Schnee irgendwann mal weg. Es ist wirklich, das ist schon auch mehr wie auffällig, finde ich, dass ich hier. Es ist. Da ist ein Turm, okay. Wir werden uns definitiv nach oben. Alles bringt absolut. So. Und dass ich langsam ein bisschen ungehalten bin, das liegt daran, dass ich ja zweimal die Woche nur streame und das sehr blöd ist. Wenn man dann im, wo das jetzt Wetter hier ist. Ja, ich finde mir ja wenigstens. Nee, das Boot aufs Eis geht nicht. So, hier war definitiv schon jemand, den können. Toll. Machen wir. Wir schauen uns noch ein bisschen die Karte an. Da ist irgendwas mit Schwarz, was hier drin. Hier weiß ich, dass was. Der anderen Seite sage ich mir, ich habe nicht wirklich mehr Lust. Werde jetzt an einer Tierhandlungsform. Da. Und das, was ich eigentlich holen wollte, nämlich das Diorit, haben wir nicht. So, und das ist das, warum ich ja eigentlich losgezogen bin und Theorie holen wollte. Ich kam nicht. So, das heißt, ich werde jetzt beigehen. Ich habe nicht mal. Habe ich Holz für eine Kiste? Ich habe. Ich werde jetzt hier einfach mal eine Truhe aufstellen.
Sachen hier packen. Ah, drei Truhen. Hier hin. Und dann werde ich jetzt einpacken. Lassen wir jetzt ein. So, und dann gucken wir mal bei dem komischen Hund vorbei. So, weil ich dachte, ihr seht, es ist hier wieder Herbst. Und wenn wir Pech haben, wird es auch gleich wieder Winter. Ihr seht schon. Ne? Also da vergeht einem alles, weil ich habe echt keine Lust mehr im Winter zu bauen. Mit Squeeper. Hallo, werte Bubu. Hallo. Ja. Darf ich Ihnen denn die Gilde zeigen? Dürfen Sie gerne machen. Hallo. Bitte folgen, liebe den Bubu. Sommerzeit. Erträglich. Ist. Das ist schon vorbei. Ich habe die Nase voll. Nö, hier guten Abend. Guten Abend. Ja, ist schon wieder Herbst, ne? Ja. Nee, das ist schon Winter. Ja, da kann ich wieder nicht bauen, wieder keine Sachen sammeln. Ja, bauen kannst du doch. Nee, mir fehlt das Material, was ich sammeln muss. Und das kann ich im Winter nicht sammeln. Das ist das Problem, was ich habe immer. Willkommen in der Abenteuer-Gilde, werte Bubu. Da kommt der Gildenleiter Cooper. Hm? Ich bin nur mit. Ja, ich mach das schon. Dürfte ich den Gildenleiter um die Erklärung jetzt nochmal bitten? Ich bin der Cooper, bin der Kittenmatt da hier. Und hier sieht man Aufträge. Okay. Im Winter. Okay. Es kann auch Aufträge angenommen werden. Das wird dann an der Tafel hier. Was macht Fisch, wenn es an ist, aber es ist kein. Er hat den Sky im Hintergrund offen. Hm. Oder das ist Niki. Niki. Das ist Niki, die neben mir sitzt. Entschuldigung. Okay. Einmal ein Profi hier. Ja. Keine Ahnung. Es sind jetzt zwei neue Aufträge reingekommen. Mhm, Diorit sammeln? Nee. Mist. Ich brauch Diorit. Deswegen bin ich nämlich losgezogen. Ja. Okay. Aber dann kannst du meinen Fußboden nicht fertig machen. Angeben. Danke. Bubu. Bitte schön. Ja. Es gibt nächsten Donnerstag, bist du da eigentlich anwesend? Ja, ich bin immer also, Dienstag und Donnerstag. Da gibt es eine königliche Versammlung der, ja, der Edlen von Lunaris. Da wollen wir, habe ich einige Vorschläge, die ich verlautbaren will, und dann soll der Rat quasi darüber abstimmen, was sie davon halten, um das Roleplay so ein bisschen zum Laufen zu bringen, zum Beispiel wie man die Händler und Berufe wichtiger macht und so ein bisschen. Ne? Okay, gibt es da auch eine Beschwerdebox? Es gibt eine Meckerbox, eine Mimimi-Box oder so? Ja, ja, bitte an mich richten. Ne? Okay. Ich habe schon. Ich habe einen Briefkasten, da kannst du das gerne reinschreiben. Ich habe aber einen Punkt, den du, glaube ich, auch schon erwähnt hattest, schon als Tagesordnungspunkt mit aufgenommen. Ich weiß auch mal. Ja, darum geht das. Ich habe die Nase voll. Es gibt, Bubu, du bist nicht die Einzige, glaube ich, die das so ein bisschen stört. Bei Dienstags und Donnerstags immer Winter, das gibt's da nicht. Das ist wie gewollt. Beschwer mich. So, und da sie der König sind, bin ich bei Ihnen. So. Ja, angenommen. Täglich grüßt das Murmeltier. Was? Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja. Genau. Ja.
Ja, gefühlt sind von sind 90% der Jahreszeit Winter, ne? Das passt aber nicht, das ist alles jetzt mal geregelt. Dann regeln Sie das mal so, dass Sommer ist, wenn die Leute online sind. Geregelt ist, dass Dienstags und Donnerstags grundsätzlich Winter ist. Ja, kann man den Rhythmus nicht ein bisschen ändern? Ich könnte es noch verlängern. Das ist noch länger Winter. Ja, und länger Sommer. Hören Sie mal zu. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie hier noch mehr Winter machen müssen, dann könnte es sein, dass demnächst ein Krokodil in Ihrem Bett auf Sie wartet. Ich habe mittlerweile einige und die sind ganz groß. Krokodil? Ich mach das denn aus dem Krokodiltasche raus. Ich habe so einige Krokodile gefunden. Eine Kroko-Armee sozusagen. Werte Bubu, kommen Sie mal bitte zu mir in Dichter. Das ist aber ein Panda. Das Bestechung? Bestechung, das ist einfach. Das ist Sommer. Panda ist Sommer. Panda nicht im Winter. Panda ist Sommer. Wo ist der Sommer? Nicht da. Das kann nicht sein, der Panda ist ja da. Ich hab den Sommer versteckt, Alter. Ich hab das versucht. Ja. Der ist da in der Kiste drin. Ich auch. Hätten Sie Interesse an dem Panda? Ja klar habe ich Interesse an dem Panda. Ich bin schließlich der staatlich geprüfte Tierfänger hier. Also so eine Frage. Muss ich noch eine Urkunde ausstellen eigentlich, ne? Wahrscheinlich schon. Ich habe mittlerweile auch, auch etwas. Oh, ein Panda. Alles nicht aussterben bedrohte Tiere. Ich habe Mama, Papa und Kind eingefangen. Nennt sich das mit dem Papier, das man beschriften kann? Wenn man eine Uhr. Aber Bücher kann ich ja auch nehmen, ne? Ja. Na, ich wollte Bubu eine Mama, Urkunde, staatlich geprüfter Tierhändler. haben Sie noch einen Käfig? Das König geprüfte Tierhändler, ja. Hä? Wollen wir tauschen? Muss nur gucken, ja, ich kann ja. Mal, wo ich habe, glaube ich, noch ein Buch. Oh, die habe ich, glaube ich, jetzt. Nee, War hier nicht irgendwo ein Pult? Nee, ich habe hier ein Hummingbird. Ich habe meine Käfige an meinem Haus. Ich gehe doch mal ins Rathaus. Ich stelle meine Urkunde weiterbauen aus. Wollte und mir der Boden ausgegangen ist und ich mich total im Schnee verirrt habe, fünfmal erfroren bin, ja? Fünfmal. Dann habe ich mir den Popes auch noch am Lagerfeuer angesenkt, weil ich nicht rausgehen konnte. Wir bezahlen mir jetzt das Loch in der Hose. Haben Sie? Wollte nicht irgendwer ein Schneider sein? Ja, vielleicht schon. Vielleicht kann der das reparieren. Ja, ich hoffe. Weil das zieht jetzt immer so, weißt du, so am Hinterteil. Ja, dann kriegt man so einen kalten Popo, ja. Das ist nicht so gut. Das ist sehr unangenehm. Ja. Kann ich mir vorstellen. Ja. Gut, dann könnte ich ja jetzt wenigstens meinen Boden weitermachen und herzlich willkommen, Sie die Saftabäume wollen. Ja, dann werde ich mal meinen Boden weitermachen und wenn Sie möchten, liebes Hündchen, können Sie ja mitkommen. Ich kann Ihnen da einen Käfig geben an meiner Tierhandlung. Am Bauen bin. Im Winter. Werte Bubu, Sie hatten mich gebeten, ihn schicke Türen zu machen. Ja. Die sind toll. Oi. Ui, danke schön, danke schön, danke schön. Ich werde die mal probetesten und wenn die perfekt schließen, dann werde ich eine neue Bestellung aufgeben und Ihnen dafür natürlich auch etwas.
Das freut mich zu hören. Und ja, dann lassen wir einmal den Teufelszipfel. Ja, Ende, lass uns. Also, Ich begleite euch ein Aufträge. Stückchen. Das ist mein Pferd. Ja, das hat man gehört. Es ist laut. Ich verlaufe mich. Das Einfach stimmt. mir befolgen. Ja, wo wollt ihr eigentlich hin? Darum. Zur Tierhandlung. Beziehungsweise, ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich gehe zu meiner Magieschule zurück. So, ich bin ja mal gespannt, was ihr zu meiner schönen Tierhandlung noch nicht fertig gebaut habt, aber weil es ist immer dauernd Winter. Selbst und ständig. So, dann schauen wir doch mal, wie sich diese wunderschönen Türen gleich in dieses wunderschönen Gebäude. Weil ich finde, dieses Kupfer ist doch wunderschön jetzt. Okay, dann da schauen wir doch. Wir setzen mal. Oh, wir haben eine Dreiertür. Moment. Das geht. Da kann man ja wie so eine Eisenbahn draus machen. Das ist eine Eisenbahntür. Das ist aber nicht schlecht. Ich finde es schön. Aber ich glaube, ich werde vielleicht doch nur ein Zweier ein. Warten Sie. Ja, Ein- und Ausgang ist auch nicht schlecht. Ich bin da noch am Überlegen. Also sehen Sie meinen Fußboden hier noch, das ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. So, dann schauen wir doch mal. Ich hätte hier noch Käfig. Sie tauschen also einen Käfig gegen einen Panda, ist das richtig? Ja. Einen leeren Käfig. Und ein Panda-Bärchen. Dankeschön. Ich habe schon eine ganze Bitteschön. Sammlung mittlerweile meiner Was haben Sie denn alles schon? Base. Ja, da müssten wir in meine Base gehen. Ich habe da eine ganze Kiste voller Tiere im Warmen. Weil hier erfrieren die. Weil, Herr Cooper, weil die Tiere hier im Winter sitzen müssten. Oh. Was haben Sie denn da? Dort im Dorf? Haben Sie ein Dorfi eingefangen? Ein Zombie-Villager. Kann man die auch einfangen? Ja, die kann man einfangen. Oh mein Gott. Okay. So, okay. Also, ich würde vorschlagen, wir machen mal einen Abstecher zu. Ach, Sie können ja nicht zu. Werte, werte Können Bubu. Sie schon Bubu Base anklicken? Ja? Ich habe hier Ihre. Ich überreiche Ihnen hiermit die Urkunde zur geprüften Tierhändlerin. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Wir waren gerade auf dem Weg einem Tierlager. Ich muss folgen, Ah. bevor der da noch Un Unsinn treibt und vielleicht die Tiere freilässt. Bin gleich wieder Dann zurück. ja. Ja, vorsichtig. Wie hat sie gebissen, die Pflanze? Ja, ich sag ja vorsichtig. Die ist ein bisschen unverschämt. So, okay, dann werde ich mal den Panda-Bären hier reinsetzen. Okay, in das untere Fass. Da können Sie gucken. Da sind schon so einige Tiere drin. Und kommen jetzt die nächsten, die man noch einsetzen muss. Oh. Oh. Aber sie haben sie Papa schön Bär, mollig Mama warm. Bär. Papa Bär. Ja, hier sind noch die leeren Käfer. Haben Sie zufälligerweise einen Teddybären auf? Einen braunen? Hallo? Ich guck gerade. Hi, das war Nein, drei Bären. ich hab keinen Bären aufgenommen. Er ist. Ja, so ein drei Teddybären. Er ist irgendwo hingeploppt. Wasser gefallen.
Werte Buu. Hummingbird habe ich hier noch. Warte mal. 2 Sekunden. Die Bärbel. Oh. Und ein Hummingbird habe ich. Ja, irgendwo. Ja, merkwürdig. Okay. Dann ist er geflüchtet oder kaputt gegangen. In der Steinsäge im Rucksack. Was? Schon wieder? In der Steinsäge? Ah, nee, so weit. Ah, okay, warte mal. Oh, dankeschön. Oh, okay. Zug alleine. Oh, hier haben wir 3 Teddys. Oh, hier schon. Flatter, flatter. Dann die ganz Krokodile und ein Panda und 2 Chamäleon. Ein Fuchs. Ja, so langsam läppert sich zusammen. Das ist nicht. So, ich wollte mal kurz gucken, ob ich hier auch noch Diorit habe, aber ich habe hier die einen mehr. Wird gut, Sie haben hier eine Nachricht auf dem Boden. Ja, das ist Königswahl. Das war die Königswahl, die war schon da. Das stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwo Diorit noch rein. Ah, wird Zeit. Okay, da haben wir nichts drin. Okay, und mein Zauberbuch will ich nicht nehmen. Okay, dann würde ich vorschlagen, ich baue dann weiter mal an meinem Häuschen. Das Problem ist, ich habe noch keine Ahnung, aus was ich die Dächer machen will. Sag mal, wir haben noch dieses Create drin. Ja. Und warte mal. Ich habe immer das Problem, wenn ich Dinge machen will. Also es gibt ja, glaube ich, auch andere Dach. Warte mal. Ah, hier rumrollen. Weil ich bin hier immer so ein bisschen lost. Also es waren so einige Dinge, wo ich immer wieder feststelle, dass man da irgendwelche komischen Maschinen führt. Also wie zum Beispiel jetzt eben für die Tür, weißt du? Na, die Tür habe ich ganz einfach so fertig gemacht. Also wenn ich zum Beispiel diese Ingenieursbrille haben will, dann muss ich ja Goldblech haben und dann braucht man so ein Stampfteil, so eine mechanische Presse. Solche Dinge. Genau. Also. Aber ich suche nach speziellen Zielen. Weil ich wollte ursprünglich nämlich, habe ich überlegt, ob ich diese Kupfersachen mache. Die sind mir aber noch zu. Soll ich sagen, einfach passt irgendwie nicht. Weißt du, ich brauche irgendwie ein spezielles Dach für mein Haus, was dazu passt. Und da bin ich ein bisschen überfragt. Bei Möbel oder so gibt es eigentlich einen Möbeltischler, der sowas herstellt oder leider nicht bis jetzt noch nicht. Weiß ich. Nehmen wir mal an, ich würde mir ein paar Möbel machen. Braucht man da jetzt auch irgendwelche komischen Maschinen? Welche Möbel? Ja, zum Beispiel Tische, Stühle und sowas alles halt. Beliebige Axt. Denn auf dem. Okay, die muss ich dann entbinden und okay, das ist relativ das hier. Da gibt es ja diese Schubladen. Okay, das ist auch noch relativ normal. Okay, also die Möbel, die schaffe ich. Jetzt muss ich, wie gesagt, diese Dächer, die ich meine, habe ich hier noch nicht gefunden. Wie gesagt, ich bin da noch total unbedarft. Gibt es eigentlich auch anders als Treppendächer? Oder gibt es nur Treppen und Stufen? Dächer, Dachbau. Da gibt es ja. Nee, gibt es nicht. Okay. Gut, nee, dann hat sich das von sich aus. Dann muss ich das stinknormal bauen. Also, wenn Sie mit Create etwas haben wollen, dann drückt mir Fragen stellen.
Okay. Was ich beantworten kann, versuche ich zu beantworten. Ja, wie gesagt, ich habe halt immer das Problem, immer wenn ich versuche, in die Mods reinzukommen, ist es... Weißt du? Es ist echt frustrierend, weil ich versuche ja bestimmte Baustoffe, zum Beispiel das blaue Zeug. Das habe ich zum Glück durch Zufall unter der Erde gefunden, wo ich ja in der Lush Cave unterwegs war, wegen genau. Flatter. Ja, jetzt gibt es aber auch noch andere Dinge, die ich gern finden würde, aber ich habe immer das Problem, ja, in der Oberwelt rumlaufen ist nicht viel, wenn Winter ist. Verstehst du? Ich erfriere jedes Mal. Das ja, haben Sie denn keine warme Unterwäsche? Habe ich an und ich habe eine Wärmflasche und erfriere trotzdem. Und zwar in Windeseile jedes Mal. Das ist wirklich. Und was ich nicht verstehe, ist, wo meine Kuchen. Auch um. Ja, ich hatte doch diese überdimensionale Kuchenkabel. Und habe keine Ahnung mehr, wo ich die. Ich habe hier. Ach, die wird sich schon wieder anfinden. Ist vielleicht bei. Was für Rucksäcke haben Sie? Ich habe meine kleinen Miniaturen. Wie gesagt, ich habe schon gar keinen Durchblick mehr, weil ich komme einfach nicht hinterher mit meinem Haus. Es ist halt frustrierend. Es ist. Das glaube ich Ihnen. Weil ich möchte es ja irgendwo schön bauen, ja, und das ist halt. Es ist nicht mehr witzig. Weil wie gesagt, hier oben ist nichts drin, hier in deren. Keine Ahnung. Das noch. Ja, ich habe es auf. Das wenn sie eben vielleicht eine Werkbank drin haben, vielleicht auch eine Werkbank mit drin in diesem Upgrade, Werkband-Upgrade. Ich habe keine Werkbänke in meinem Rucksack. Ich habe nur eine Steinsäge in meinem Rucksack. Und da war nämlich der Teddybär hingehüpft. Jo. Ja, okay, dann muss ich mir jetzt was überlegen. Das Haus weiterbau, weil die normalen Steine will ich einfach nicht verwenden. Ich habe auch keinen Bock auf normales Holz. Ich möchte einfach irgendwas anderes. Vielleicht ein Viridium? Was? Viridium. Kenne ich gar nicht. Ich habe ja noch nichts anderes gefunden. Ich komme ja mal nicht dazu. Ich sterbe dauernd. Kuchengabe steht im Momentum, ja. Genau. Haben die mir einen ganz großen Kuchengabe hingesetzt. Oh Mann. Ah. Ja, wie gesagt, Diorit ist immer gut. Ja, gerne. So, Diorit ist immer gut, aber wie gesagt, ich habe auch noch keine anderen Holzsorten oder Steinsorten gefunden. Das ist das Problem. Weil, wie gesagt, es ist Winter. Ja, ich will auch nicht die ganze Zeit unter die Erde gehen. Das ist nämlich langweilig, wenn ich jeden Stream unter der Erde rumwurschtel. Das ist langweilig. Das ist langweilig, das stimmt. Das entspricht auch nicht dem Ruf eines Abenteuers. So. Nein, das ist richtig. Ja, also habe ich mich jetzt ausführlich beim König beschwert und ich hoffe, dass endlich mal, dass ich was ändere. Alter, ich kann ja nicht mal meinen Elefanten reiten. Ich habe ja einen Elefanten hier. Gesattelten. Kann ja nicht mal. Es ist immer Schnee. Schau mal. Wenn du auf die Karte guckst, das ist Schnee. Kann den nicht mal in die Stadt zurück. Ich komme nicht dazu, den Sonnengott zu erledigen. Gar nicht. Ganz traurig. So, und ich habe mir jetzt, also ich habe jetzt beschlossen, was ich jetzt machen werde. Ich werde jetzt als allererstes, werde ich in diese Spawn-Dinger-Gedöns-Farm gehen und werde erstmal Level jetzt machen. Mob-Farm. Ja, weil ich habe ja nie welche. Wenn du stirbst, sind alle weg. Ja, klar. Ich stehe immer noch überall bei 10, weil ich einfach nicht schaffe, länger wie 8 die Punkte zusammenzukriegen. Verstehst du? Das ist Winter. Toll. Und ich brauche mehr Skillpunkte, weil ich habe kein vernünftiges Werkzeug, ich habe keine vernünftige Kleidung. Ich kann ja nichts machen. Ich kann nichts machen. Es ist einfach so. Ich kann vieles erst nutzen, wie gesagt, wenn ich mehr Skillpunkte habe. Bubu, vielleicht wäre ja Rosenquarz auch ein Stein für Sie. Was, Rosenquarz? Wo findet man den denn? Den craftet man. Okay. Aus was? Aus Quarz und Redstone, glaube ich.
Okay. Oh. Ja, ich werde jetzt erstmal Skillpunkte sammeln. Ist zwar langweilig, aber dann kriege ich mich wieder ein und hoffe, dass Oder Donnerstag Sommer ist. So. vielleicht auch Viridium, der Stein, das ist ein grünlicher Stein. Ja, ich will nichts Grünes auf meinem blauen Haus. Ja, das stimmt. Das sieht. Aber mir wird schon was einfallen. Na denn, auf geht's. Gehen wir wieder rüber. Wissen Sie denn schon, wo die Mobfarm ist? Ja, Skelettform gehe ich schon. Ich könnte nämlich Knochen gut brauchen. Ach so, sonst hätte ich Ihnen die Zombie-Farm gezeigt. Ja, ich weiß doch, wo die ist. Ach so, gut. Da war ich doch als Erste. Ich komme mit zu Skelettfarmer. Der hat auch, glaube ich, einen Spawner, ne? Jo. Und da geht das relativ flugs. Einfach viele Rucksäcke hier. Ui, Hallöchen. Ich glaube, hier ist besetzt. Hi Bobo, grüß dich. Hallöchen. Wenn du ran willst, kannst Ja, du ich würde gerne. gerne mal meine Sterbelevel ein bisschen erhöhen, damit ich mal endlich Skillpunkte kriege. Ich glaube, ich habe von euch allen die wenigsten Skillpunkte, weil ich dauernd im Winter sterbe. Alles gut, Aber dann ich bin nur auf froh, 10 frohes überall. Klatschen und Dankeschön. Level schön. Dass ich endlich mal, guck mal, wie du angezogen bist. Soll ich dir mal zeigen, was ich habe? Eisen. Ja, Ja, mehr kann ich sage nicht ich sehen. nicht. Ach doch, jetzt kann ich sehen. Ja, es ist aber schwierig. Jeder kann es, also jeder muss es anmachen, wenn man das vom anderen sehen will. Das ist Ja, echt warte mal. merkwürdig. Also du kannst meine Rüstung ausschalten, aber du kannst nicht beeinflussen, ob ich deine Rüstung sehe. Es ist genau andersrum. Okay. Da, guck. Die hab ich. Ah Zwar ja, ja. wattiert drin, aber es ist sehr kalt. Und nicht unbedingt schützenswert, weißt du? Ist richtig, ja. Nee, hier unten erfrierst du nicht, hier ist warm Das ist schön. und Dann machen wir frohes heute Klatschen. nämlich mal Zielpunkte, damit ich jetzt endlich mal auch mehr machen kann. Das Problem ist, du kannst ja nichts tun, wenn du die Skillpunkte nicht hast. Das ist das Problem an der Sache. Das ist genau mein Problem. Dass ich einfach. So, kommt mal runter, es kommt zu. Wir hauen hier alles weg heute. So. Also, wie gesagt, das Problem ist, meine Skillpunkte sind einfach zu niedrig, um überhaupt. Und ich kann natürlich jetzt switchen zwischen zwei Farmen sozusagen. Wir können auch rübergehen zu der anderen. Warte mal. Gucken, wo das ist. Okay, Zombie-Mob-Farm. Da können wir zum Beispiel auch hin. Ja? Das ist gut, weil da könnt ihr auch euch Wasser und so. Okay, hier gibt es auch Eisen und Knochen und. Oh, nicht. So, nee, ich werde jetzt hier einfach nichts anderes tun, als jetzt die Viecher hier weghauen. Da, und dann wieder. Ach gut. Weiß. Aua. Um die ja durch. Okay, und einfach jetzt hier stehen bleiben und das machen. Guten Abend, lieber Alamir. Wie gesagt, das Problem ist, wenn ihr nicht genug Skillpunkte habt und ihr könnt weder die Rüstung, ihr könnt. Ich habe dir gezeigt, ich kann es nicht nutzen. Ganz einfach. Was nützt mir ein Diamantenschwert und das ganze andere? Ich kann es natürlich verzaubern. Ich bezweifle sogar, dass ich irgendwas verzaubern kann. Ja, also das denke ich mal, das funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Das sind halt so Sachen, wo ich dann so ein bisschen traurig drüber bin. Weil ich würde natürlich gerne noch andere Dinge tun. Und ich brauche momentan halt, ihr seht, 11. Überall 11. Oh, also ich kann nichts machen. Ich kann dir kein Diamant. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, werden wir hier heute Abend ganz gemütlich
leveln, dann ist das immer wieder so. Kann man jetzt nicht ändern, aber mir seid ich da auch mal irgendwas machen. Und wenn ich nicht Abenteuer gehen kann und dort halt leveln kann, und weil immer durch den Winter ich dann doch irgendwie sterbe. So, weil ich brauche immer 11 Level 1 Skillpunkte. So, und dafür brauche ich 8 Beispiel. Ja, Dinge bauen kann. Na komm, kleiner Wurm. Weil wie gesagt, heute Abend war es so, ich hatte schon wieder geahnt, dass Winter ist. Mir schon überlegt, ob ich stattdessen was anderes. Aber wir kommen ja nicht drum rum. Ich werde auch nächstes Mal mit dem Sommer aushalten. Wir werden immer die Skill gucken. Deswegen werden wir die jetzt erstmal. So, jetzt geht da. Okay. 12 Skillpunkte. Und mal gucken, was machen wir? Mining, Attack Building, Gathering. Gathering. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Das sind so ganz viele Dinge, die ich mache. Dann müssen wir gleich auch mal. Ich weiß allerdings auch, was ich zum Beispiel. Lass hier mal Barbecue. Okay, Bauplan wieder zum Beispiel eine Dampfpfeife. Es ist so viel Zeug, was bei dir okay, und ja, habe ich. Kann ich nicht gucken, ob ich Gathering. Das Ding ist ja leider gut. Müssen wir uns eine neue machen. Na komm hier. So, schauen wir mal. Ich habe ja noch ein paar andere Waffen. Da haben wir die. Werkbank. Schauen wir uns dann noch. Mal das hier. Das ist. Aber erstmal. Das ist halt so schade, weil. Wenn ihr das hier nutzt, ihr seht ja, die Level steigern sich, aber die Sachen nutzen sich ab. Das wäre ich keine Verzauberung drauf. Halt. Das ist ja auch bei Eisen nicht so gut. So. Dann komm. Okay. Wäre ich kaputt? Und dann können wir die legen. Da, die Würmer lassen wir jetzt. Nehmen wir mal das Eis heraus. So.
Ja, weil momentan, wie gesagt, ist mir so ein bisschen die Luft. Da bin ich auch. Weil ich denke mal, das versteht ihr auch, wenn man Dinge tun will und wirklich immer nur Winter hat. Und das ist echt schwierig. Aber wie gesagt, jetzt werden wir erstmal Level machen. Also es macht sehr durstig, dieses Schwert, deswegen, das Schwert ist super, aber es macht sehr schnell, leider. Aber wir können halt hier und Wasserfläche hier eigentlich nicht haben, ne? Keine Ahnung. Wie kann man in der Zeit dann durchlaufen lassen? Braten immer. Ja, noch mehr. So. Okay. Ein sehr schönes Schwert. Ich finde das übrigens auch sehr interessant, wie das aussieht. Ah, ich muss mal erst laufen. Schüttelschütteln. Ja. Ja, ja, wir haben einen Ruck. Hey. Okay. Das Schwert ist genial, ne? Wenn man da richtig mal nutzen kann. Das möchte ich zum Beispiel in dir haben. Das hat so eine richtig schöne Range. Ja, ich würde versuchen, dass er irgendwie so weit geht, auf 15 kommt. Alter, das dauert aber nicht. Ja, das sind bei überall 5 Level im Grunde genommen. Was soll's? Wir haben Zeit. Geht da nicht anders heute. Ja, in der Zeit kann ich aber wenigstens trinken. Mein Essen war ein bisschen salzig. Weil hier treffen ist klein. Ja, das ist cool. Das finde ich. So, okay, dann schauen wir mal. Wie gesagt, wir machen heute mal so Gathering als erstes. Nein, schau. Das hier kann man auch immer gucken. Also, ja. Magic. Also daran sieht er das. Ich habe viel besseren Stuff dann. Ein paar Dinge. Da. Ja, wir kommen leider nicht drum rum, dass wir das so. Ja, das Spielfeld. Okay, okay, okay. Es mag langweilig sein, aber es macht ja auch Sinn. Und wenn wir wirklich Dinge tun wollen hier, dann war leider auch mal leveln. Das bleibt nicht. Und vielleicht wird ja in der Zeit Sommer. Ich bin extra heute früher gekommen. Also ich hoffe, es wird Sommer. Und ich komme her. Es war Herbst und jetzt ist Winter. Also bleibt.
Ganz einfach. Wir gehen jetzt einfach keine Risiken. Es macht ja einfach keinen Sinn. Solange wie ich Eisen habe, kann man das. Jetzt hat vor allen Dingen den Vorteil, dieses Schwert, habt ihr gesehen, ich krieg auch Würmer. Also diese Maden. Autsch. Da werden sie mal nicht kaputt gehen. Oh, sie. Das geht relativ schnell, wie es. Haben wir schon. Oh ne, Schrott lassen wir auch hier. Brauchen wir nicht. Aber wenn wir nebenher wieder Rucksäcke kriegen, ist natürlich. Ich werde auf jeden Fall, was wir machen können, ich habe ja viel Gold und sowas. Dass wir zum Beispiel beigehen können und dann größer machen. Weil ihr habt ja gesehen, bei Kirito zum Beispiel war das ja so, der hat ja Unmengen an großen Rucksäcken. Unmengen an Rucksäcken. Und vielen, vielen lieben Dank. Den Namen konnte ich leider gerade gar nicht lesen. Ich sag mal vorläufig, thank you very much. Das war ein sehr merkwürdiger Name, den ich überhaupt nicht entzogen habe. Der kam mir gerade sehr komisch an. Das war wie ich die Hieroglyphen. Aber es könnte Lina gewesen sein. Weißt du, die hat auch immer so Schriftzeichen. Das, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Kam gerade komische Schriftzeichen. Auf jeden Fall ein wahrer Klötzchen-Fan. Herzlich willkommen bei den Klötzchen. So. Seid ihr schon eingeschlafen? Oder bewundert ihr immer noch meinen perfekten Schwertkampf? Ihr seht, warum man aus der Perspektive das so ein bisschen blöd nur machen kann, wegen dieser komischen Würmer hier. Ich wollte euch das so gerne vorführen, aber ihr seht, blöden Würmer. Lassen wir. So, einmal hier mal kurz stehen. Auf jeden Fall. Gott. Freue ich mich, dass ihr alle trotzdem noch weiter die Geduld habt. Aber wie gesagt, ich warte auf den Sommer. Ich warte auf den Sommer. Ich baue nebenbei an der Burg weiter. Sehr schön. Immer fleißig, das Team. Immer fleißig. So. Haben schon wieder 10 zusammen. Das heißt, bei Gathering kommen wir den 15 langsam näher. Ich baue nebenbei mein Schloss weiter. Ihr seid fleißig, okay? Ihr seid fleißig. Ja, ich habe schon gesehen, eins von den Mädeln, die hatte mich heute angeschrieben, dass sie da auch wohl fleißig am Bauen ist und macht und tut. Also Starterbase dazu. Ich bin gespannt, ich freue mich schon auf nächstes Wochenende. Oh, hey. Wir haben die Schlafkrankheit, die die. Oh, ein schickes Schwert. Rucksäcke hätte ich. Man sollte hier einen Amboss, oder? Dann könnte man dieses Schwert immer probieren, weil schaut mal, geht ja mal höher. Okay.
fehlen. Ja, sonst kommt. So, jetzt haben wir schon 13. Jetzt muss ich mal gucken. 14 drauf. Da haben wir, kriegen wir auf jeden Fall bis 5. Das ist. Brauchen wir. Das, wie gesagt, hier ist ja auch immer so, dass das immer so eine Zeit braucht. Das ist nicht, aber wir. Ich hab keine Ahnung. Draußen ist schon wieder Nacht. Das Eis. Okay, dann kann man in der Zeit schon mal das nächste Schwert kaufen. Oh, fuck. Das tut mir leid. So, meine Klamotten, seht ihr, nutzen sich auch immer mehr ab. Das ist halt der Nachteil. Deswegen brauche ich unbedingt die Skillpunkte für Diamantzeug. Damit sich das halt nicht. Ja, dann kann ich das verzaubern und mit Reparatur und kann das auch immer wieder aufladen. Aber jetzt stellt euch mal vor, ich habe ja jetzt die Fütterte hier. Oh, also wo die Wolle drin ist. Und da habe ich jetzt das Problem, wenn die sich rückbrennen, muss ich nicht nur eine Eisenhelm besorgen, sondern quasi auch noch Wolle. Also Ziegenwolle. Oh, also nicht irgendwie Schafwolle, sondern Ziegenwolle. Oh, es ist gut. Der Laden hier was. So. So. Ich habe hier kein Bett. Wenn dann hier. Kann hier doch nicht. Bleib ich hier einfach mal stehen. Ja, wie gesagt, ich hatte überlegt, ob ich diese April-Prank da spielen sollte, diese Snapshot. Mit den Kartop. Ich finde das im Prinzip ja sehr lustig. Ich habe das mal angespielt. Und ja, das Einzige, was mir halt so ein bisschen auf den Keks geht, ist das viele Gelaber von dieser giftigen Kartoffel, die man da im Kopf hat. Etwas gewöhnungsbedürftig. Also was ich jetzt machen muss oder so, das weiß ich. Also einiges habe ich da schon rausgefunden, aber wie gesagt, ja, ich weiß nicht, was haltet ihr davon? Das. Also wie gesagt, ich hab's. Ja, auf jeden Fall sehr witzig. Und es ist kein Winter da. Potato, ja genau, Potato, genau, Potato. Also ich fand's sehr witzig. Ich, wie gesagt, ich finde halt nur diese Kartoffelmaske etwas gewöhnungsbedürftig. Ich dazu texte. Das war doch relativ viel, was sie da vom Stapel gelassen hat. Und vor allen Dingen ist das alles auf Englisch. Ja, also das Spiel selber, wie gesagt, konnte ich nicht deutsch einstellen, aber komische Maske einfach. Und den habe ich, weil ich was mache, so machst du ein Video von. Könnte sehr lang werden.
Oder ich müsste sehr viel rauscutten. Und dann habe ich mir überlegt, das wäre vielleicht etwas Livestream, wenn man das irgendwie machen kann. Oder weiß ich zu hören, oder? Hat das auch. Das ist eigentlich echt. Ja, wie gesagt, ich bin auch richtig. Ich weiß gar nicht. Die auch richtig cool, aber ich würde die auch gerne nicht unbedingt alleine machen, sondern ich würde die auch, ja, ja, ich hätte mehr Lust, die Tatsache mit mehreren zusammen zu machen. Da hätte ich Lust drauf, also ganz alleine halt, aber es ist halt schwierig, weil, wie gesagt, alle drei diese blöde Maske ja auf dem Kopf haben und ja, ich meine, gut, sie müssen ja nicht auf. Es ist schön. Aber generell bin ich nicht abgeneigt, das im Livestream zu machen, weil dieser Video wäre mir einfach persönlich zu lang, weil ich halt selber nicht einschätzen kann, wie lange ich dafür brauche. Weil ich bin ja nicht der schnelle, wenn man durchspielt, ihr seht, ne? Aber wie gesagt, ich bin generell da nicht abgeneigt. Als Stream. Eine Sache schon. Okay, ich hab schon 12 Drohnen hier. Guck mal, 15. Gesehen. Die anderen haben hier schon so einige. Ne? Insulated Armor. Ja. Ice and Fire. Ich hab immer keine Ahnung, was das ist. Es ist, ich bin hier so beschäftigt, wie kriege ich meine Rüstung irgendwie mal höher? Oder wie crafte ich mir einen Stuhl? Ich verstehe, was ich meine. Ich möchte einfach mein Haus machen, weil es ist einfach das Auto und dann, wenn das fertig ist, dann ja, werde ich dann nichts anderes mehr tun als auf Abenteuer. Boah, ich brauche hier noch 15. Ich brauche hier noch 2 Level. Dann haben wir Gathering einmal schon durch. So, was anderes. Fällt mir nicht an. Weil auch bauen. Ja, das ist so. Ich brauche ja Zeug. Und das Zeug muss ich mir besorgen. Ja. Und im Winter, ich habe einfach keine Chance mit einer Eisenrüstung mit der Wolle da drin. Und dann laufen alle schon mit Netherite rum. Ich will mir ja mein Zeug selber erfarmen. Es kann ja nicht sein, dass ich hier immer... ja, ich meine, ich lerne die Mods, wenn ich Sachen selber erfahre. Und das ist zwar alles lieb und schön, wenn man mich dann mit Sachen versorgt, aber das ist nicht der Sinn der Sache. So lerne ich. So. Haben wir die 15, die wir hier brauchen? Okay, jetzt haben wir das. So, dann werden wir jetzt einfach alle wieder rundum machen. Wir haben Zeit. Guck mal, heute bin ich was Sinnvolles. Also ich da. Wir tun jetzt was. Hier Level. Weil mit Level 15 kann man schon ganz andere Sachen machen. Bei mir war das auch so, dass ich Level 15 Minimum brauche. Warte mal, ich mach das mal kurz so. Wir gehen mal kurz rüber zu mir. Und dann schauen wir uns mal kurz die Gear-Sachen. Ich habe ein Dia-Schwert, da brauche ich Attack 15. Seht ihr, das ist das Problem, was ich habe. So,
Und ich habe ja hier noch 11 Diamanten. Das heißt, ich kann mir ja schon Sachen machen. So ist ja nicht. Und wir könnten auf Diasuche gehen und. Es ist nicht das Problem. Wie gesagt, das Problem ist, ich kann die Dinge nicht nutzen. Das ist das Problem. So, hier waren ja noch ein paar Sachen, die ich konnte. Das waren normale hier, ne? Das waren hier alles normale, aber das hier zum Beispiel kann ich nicht. Wie gesagt, alles was Diamant ist, kann ich nicht. Damit fängt es schon. Ich bin auch der Meinung, dass man viel bessere Sachen kriegt, wenn man die anderen Dinge da. Guck mal, die ganze Verzauberung. Ich habe ja alles da. Ich habe Reparatur. Alles Mögliche habe ich hier. Kannst du nicht nutzen? Es ist, Sagt das Problem, was ich habe. Oder viele Dinge auch nicht craften. Hatte ich das. Und ich kann, weil mir einfach die. Ich habe einfach nur diesen ganzen normalen Minecraft-Schritt. Jawohl. Oh. Ich habe keine Ahnung, wo ich. Da ist die Kuh. Steht da so. Da. Neben der Kroko-Sache. Und hier, wie gesagt, habe ich auch ganz viele Sachen drin, die ich einfach nicht. So, dann können wir ja mal die Leeren hier rausnehmen. Einleeren können. So. Dann gehen wir mal wieder zurück. Aber ihr habt jetzt verstanden, um was es brauche. Mindestens 15 Attacken, um etwas zu machen. Das ist das Problem an der. Jetzt wisst ihr aber, warum ich hier stehe. Also wir haben jetzt dieses Agility-Zeug. Guck mal hier, Attack 5. Hippogriff ein Schwert. Warte mal, Hippogriff. Er könnte mal zum Beispiel. Das Einzige, was mich so ein bisschen ärgert, ich weiß nicht, ob es hier bestimmt Bögen gibt. Ja, also ich habe bis jetzt immer noch nicht so. Aber schaut mal. So irre Sachen. Wenn die anderen alle schon so richtig coole Waffen haben. Ja, das ist die einzige coole Waffe, die ich habe. Mal wieder da in das Ding rein. Oh, hier ist wieder ein Rucksack. Ah, komm, gib mir den Rucksack. Gib ihn mir. Mein Gott, heilt der sich immer oder was? Ah doch, ich habe ihn direkt gesehen. Ich habe ihn mal im Kommentar. Das ist immer noch Winter, ey. Ich hasse. Okay, das hat wieder so eine Musikdings drin. Wie gut, dass ich keine Musikblöcke anhabe. Ne? Weil sonst hätte ich hier schon wieder einen Strike drin. Aber ihr seht echt die ganze Zeit auf der Karte, ey. Schaut euch das an. Schaut euch das bitte an. Das Einzige, was wir machen können, ist hier hinten. Ja, also beim Sonnengott. Und das ist ja so mein Ziel. Aber dazu brauche ich halt eine normale Waffe. Und ich muss diesen Sonnenkönig ja irgendwie kriegen. Und das Problem an der Sache ist, der hat diese Blitzkraft. Halt. Es ist so ein bisschen so ein Spiel, was ich mache. Ich würde ihn so gerne kaputt machen. Dann müssten wir aber da mehr oder weniger nackig hin. Das einfach mal versuchen.
hätte einfach mal gehen jetzt zu mir. Ich will jetzt einfach mal ausprobieren. Das ist so langweilig. So, okay. Wir machen jetzt was verrückt. Ich nehme mir jetzt hier eine Kiste und schmeiß jetzt. Wir nehmen nur gleich das Bett mit. Das weg, das weg. Das. Das weg. Im Boden. Wo sind die Pfeile? Pfeile? Das schmeißen wir. Das Brot. Wir nehmen stattdessen hier noch ein fettes Schwert. Wasserflaschen. Lassen wir einen Teil hier. Und von den Karotten, wie gesagt, lasse ich. So, und dann mache ich mir nochmal so ein geiles Schwert. Einfach. Das Ding. Ärgert mich. Das rum. Das mit. Dann schmeiß ich hier. Edmund. Bogen. Schwert zweiter. Und jetzt geben wir mal hier einen Blick. Und ich hab jetzt nicht beißen. Ich bin dein Herr und Meister. Lass mich. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, ich muss hier einfach nämlich nur. Kennt ihr das, wenn die Bäume alle im Weg stehen? So, wir hüpfen. Geh jetzt auf. Sonnenkönig. Sonnengott, ja. Ja, so ein blöder Baum. Das hier nicht mal irgendwie der Weg noch. Ja, jetzt einfach. Leichen und so, da unten die Ebene. Und da runter ins. So. Mal sehen, vielleicht treffen wir auch irgendeine Patrouille. Muss man halt nur sehen, dass wir uns irgendwie an diesem. Ja, Michi. Komm mal, da hinten sitzt der Sonnenkönig. Da hinten. Ist das? Oh, und jetzt muss ich sehen, dass ich da irgendwie herkomme. Das heißt, ich werde mal ein Bett hier. Rennen wir jetzt mit Attacke da rein? Wir hatten meinen Sonnenkönig. Och nö. Jetzt habe ich die ganze Zeit mich darauf vorbereitet, mich hier mit diesen Typen auseinanderzusetzen. Und dann kommt einer und macht den kaputt. Och nö, das ist doch unfair. Das ist unfair, das ist richtig unfair. Überlegt mal, wie lange ich jetzt versucht habe, mich hier hochzuarbeiten und mich auszurüsten und jetzt ist es Ende. Das ist dieser blöde Greif und... Aua! Wie kann man eigentlich diesen blöden Vogel da mal erledigen?
Oh, mir geht jedes Mal schlecht. Das ist auch so eine Geschichte. Wie kriegt man diesen blöden, dämlichen Vogel da unten kaputt? Halt. Na komm, bleib hier. Krieg dich. Das ist richtig unfair, oder? Weil ich, weil die ganze Zeit habe ich hier drauf hingearbeitet, dass ich. Echt, das ist wirklich, ey, ganz seit dem Beginn der Staffel habe ich versucht, hier mich fit zu machen, damit ich diesen dämlichen Typen hier kriege. Und dann komme ich hier an, hab's endlich, wo ich sagen kann, okay, wir versuchen es jetzt mal. Was soll großartig passieren? Und was ist? Ah, ist er jetzt endlich tot? Hat er gedroppt? Ah, das war die Rache gerade dafür. Rache dafür. Gegrilltes Hühnchen, toll. Wow. Ist das alles, was der jetzt gedroppt hat? Sein Ernst jetzt. Das ist echt sein Ernst. Ja. Das ist wirklich mies. Das finde ich. Wie gesagt, ihr habt das ja alle mitgekriegt, weil ihr seid ja von Anfang an dabei. Und ihr wisst, ich wohne ja genau hier vorne. Ja. Da bin ich ja letztens noch gegangen, habe versucht, die Treppe da irgendwie zu erklimmen, weil ich gedacht habe, dann hat mich ja dieser Vogel hier mal platt gemacht. Also ich konnte ja auch nichts tun. Ja? Aber das ist jetzt richtig, dass der jetzt kaputt ist. Ich weiß nicht, wer es war, aber das ist. Das heißt, die Chance, dass ich jetzt nochmal so weit finde, ich habe mich ja bewusst hier angesiedelt aus dem Grund. Ach, Leute. Das ist doch nicht. Toll, das ist eine Maske. Aber welche ist. Extra Energie. Ja, die kann ich nämlich setzen. Die nehme ich als Trophäe mit. Als armselige, unverdiente Trophäe. Ihr versteht jetzt, warum ich das hier so nervt. Das ist so unfair, ey. Da hast du hier extra ausgeharrt. Weil, wie gesagt, ich konnte ja meinen Kürbisstab nicht benutzen, weil ich einen Skillpunkt hatte. Weil ich brauche Magie von 20 dafür. Habt Zeit.
Er ist ober mies. So, am Bett habe ich hinten. Oh, das ärgert mich. Ärgert mich jetzt. Mann, was muss man denn noch tun? Ja, irgendwann mal etwas tun kann. Ohne dass ihr euch immer einmischt. Dann hättet da hinten den Zyklopen euch vornehmen können. Hier sind mir noch ein Zyklop unterwegs. Aber da habt ihr ja keine Lust. Der ist ja dann. War das richtig? Jetzt bin ich echt traurig. Weil ich hab die ganze Zeit mich so drauf gefreut. Und hab ja auch immer wieder gesagt, ich freue mich, wenn ich so weit bin, dass ich den endlich mal töten kann. Ja, und da oben rennt schon wieder der nächste. Schaut euch den Tiger an. So, mal unseren nächsten Content. Was wollen wir denn machen? Erzählt mal. Was wollen wir machen? Das wäre jetzt etwas Realistisches gewesen, was ich hätte machen können, aber leider war jemand anders wieder voreilig und hat leider meinen Sonnengott gemeuchmordelt. So, was macht mein Elefant da unten? Ja, mit dir kann ich auch nicht reiten, weil hier ist immer noch viel zu viel. Hallo. Tut mir leid, aber wir könnten dir mal ein paar Bäume fällen und dich mal wieder mit Akazien. Ihr seht bei mir hier nix. Ja. Toll. So, und jetzt, ja, was machen wir jetzt? Versteht ihr jetzt mein Problem, was? Stell euch mal die Pflanzen echt und es ist so mies. Ein Wunder, wenn man da. Boah. Jetzt hängen wir uns das. In ewigen Gedenken an meinen Sonnengott. So. Anders kann ich ja nicht machen. Hallo, Andreas. Herzlich willkommen. Ich bin gerade ein bisschen frustriert, weil ich seit Anfang der Staffel sozusagen darauf hingearbeitet habe, meinen Sonnengott, der sich hier hinter oben auf dem Berg befand. Ich sag bewusst. Fand. Wurde leider um die Ecke gebracht, bevor ich überhaupt die Chance jetzt bekommen habe, da was zu tun. Was für mich sehr, sehr ärgerlich. Das ist ja wie ärgerlich. Flaschen hier. Dirty. Rein raus. Das ist. Ein Grau. Ja, was machen wir als nächstes? Ich weiß es nicht. Was soll ich machen? Ich kann meinen Boden weitermachen. Toll. Und dann brauchst du ja echt nur zwei Waffenmesser und. Dein Bett da oben stehen lassen, ja. Ja, so eine Dinger passieren. Nee, ist ja auch egal. Ist wurscht. So. Was soll ich anderes? Ihr seht ja, wenn ich was machen will,
Sie hauen und sie zerstören und ich habe mich doch nicht ohne Grund am Hintern der Welt angesiedelt. Ja, ich bin halt echt frustriert. Ich könnte gleich richtig heulen. Ich habe mir das ja da so schön vorbereitet gehabt. Ja. Was soll man da jetzt machen? Was für Content soll ich mir denn jetzt bitte suchen? Weil ich wollte so ein Hiwi einfangen. Wisst ihr? Ich wollte gucken, ob der wirklich so einer von diesen kleinen, wie gesagt, in so ein Käfig rein. Ob der so ein kleiner Gag war. Ich hab ja gesehen, die sind. Uff. Die gibt's nicht mehr. Ach. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin langsam so weit, dass ich überlege, ob ich mit 2 Pixel aufhöre. Ja. Tschüss. Ob das für mich so einen Sinn macht. Ja? Ich kann ja nichts tun. Was soll ich machen? Ich kann nicht mal ins Nether gehen. Wir können ja mal ins Nether gehen. Mal sehen, was passiert mit meiner wunderschönen Eisenrüstung, die ich habe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das hat doch keinen Sinn alles. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich hier machen soll. Erklärt's mir. Was soll ich tun? Ich muss leveln, ich muss Spielpunkte machen. So, und dann gebe ich mir Mühe, versuche es zu tun und ja. Man will ja auch nicht nur hier stehen und dieses tun, man will ja auch was anderes machen. Ich weiß es. Ich finde es einfach nur noch doof. Weil ich nicht weiß, was ich hier tun soll. Ich weiß es einfach. Was soll ich hier machen? Weil sie fangen sich ihre Tiere selber. Ja? Das ist das Problem. Sie fangen sich ihre Tiere selber. Sie nehmen sich selber ihre Dinge alle. Ja. Alle haben sie hier Drachen. Ich weiß nicht mal, wie ich zu einem komme. Ja, es ist. Ich weiß es nicht. Erklärt's mir. Was tue ich hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Na, Hühnchen. Hallo, Bubu. Ja, hast du eine Ahnung, wer bei mir meinen Sonnengott tot gemacht hat? Nein. Mann, ey, ich wollte mich doch drauf vorbereiten. Und die Patrouillen in Käfige sperren. Und dann ist irgendjemand da hingekommen, hat alle abgeschlachtet. Das einzige Mal, was so übrig war bei dieser komische, weiße, komische Flatterhaini. Ja, immer. Komm, bitte zu Hause, Bubu. Dieser komische Flatterhaini, der mich immer blind und schwabbelig macht. Und den ich dann nur noch kurz und klein hauen konnte, weil ich nämlich überhaupt keine Ahnung habe, wie man hier mit diesen Drachen umgeht, weil ich ja nicht mal hinterherkomme mit meinen Skillpunkten. Toll. Ich weiß langsam nicht mehr, was für Content ich machen soll. Vor allen Dingen, wenn ich sage, ich bin ja Tierfänger, ich krieg hier dauernd mit, dass alle anderen auch Tiere einfangen. Also was macht das bitte für einen Sinn? Dann kann ich mir das auch sparen, oder? Ich weiß es nicht. Genau, also, ja, ich weiß nicht mehr, was ich hier machen soll, ganz ehrlich. Es ist irgendwie total sinnlos. Ja, egal, was ich hier versuche, immer war schon einer da, immer. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Sie hat mich doch nicht ohne Grund da hinten angesiedelt. Wo keiner ist. Ja. Tatsache ist, der Sonnengott ist kaputt. Es ist alles kaputt, es ist alles gelootet. Ich habe noch eine Maske zufälligerweise gefunden, die man übrig gelassen hat, die ich aber, wie gesagt, jetzt nicht nutzen will. Die habe ich jetzt einfach aufgehangen.
Na, aber der ganze Loot ist weg. Alles. Der Sonnengott halt, die ganzen Dinger, die da rumgelaufen sind, also weg. Ich wohne genau, ja, und ich wohne genau, wenn du so willst, weiß ich, 50 Blöcke daneben. Wisst ihr? Ist ja nur über mir auf dem Berg gewesen. Aber die ganze Zeit, seit ich da bin, habe ich gesagt, dass ich mich vorbereite und ausrüsten muss, damit ich den bei der ja mal geblitzdingst hat und so, weißt du? Ja, ja, mal Blitze gepfeffert. Ich kann Eisenrüstung oder so. Dann habe ich gesagt, so, okay. Ich versuch's jetzt nochmal mit meinem super duper Langschwert und Bogen. Weißt du, mit Bett aufstellen. Versuch ich nochmal, ich komm da an, alles weg. Jo. Das ist so traurig. Das stimmt. Wegen Tierfängen, ne? Hast du ja die Vorrechte. Ja. Okay, ich muss mal kurz nach unten. Moment. Splatmoon! Du bist doch da. Ausgemacht.
komm nicht mehr rein. Skeletto, komm rein hier. So, wieder da. Sorry, mein Mann hat sich ziemlich übelst die Hand gerade verletzt. So, denn. Okay. Ja, ja, okay. Ja, ich war gerade ein bisschen in Eile. Eile in Weile. Oh. Hallo, Herr Igel. Hallo. Sorry, dass ich eben weg musste, aber mein Mann hat sich ziemlich übelst gerade die Hand verletzt. Oh. Ja. Schlimm? Jo. Muss ich erstmal abbinden. Weil der blutet immer sehr viel dann und sehr stark. Mhm. Hundi hat mal so auf seine Hand gehauen. Yay. Achso, ich bin weiter. Herr Skeletto. Ja. Haben Sie zufälligerweise eine Information darüber, wer bei mir den Sonnenkönig hat? Nee. Und das ganze Volk aufgerottet hat. Weil ich die ganze Zeit habe ich nämlich alles dafür getan. Ich habe ja da hinten extra gewohnt und weißt du, bei meiner Base, wo die fleischfressende Pflanze ist und mein Elefant steht. Anna, habe alles dafür getan, mich vorzubereiten, dieses Volk zu erobern und mir untertan zu machen und am Leben zu lassen. Die sehen übrigens sehr lustig aus mit den Pfeilen im Kopf. Ja, und ich musste gerade feststellen, dass dieses Dorf platt gemacht worden ist samt Sonnenkönig. Das ist nicht nett. Weil was mache ich denn jetzt? Außer leveln. Jetzt habe ich nichts mehr zu tun. Jetzt kann ich nur noch leveln. Vielleicht dann ihr ein Haus weiter voran. Kann ich ja nicht. Mir fehlen ja die Baumaterialien. Und um die Baumaterialien zu kommen, brauche ich vernünftige Ausrüstung, die ich nicht habe, weil ich dauernd im Winter tot gehe. Dann müssen sie sich in leveln halt, ja. Ja. Ich kann nichts tun, als den ganzen Stream über zu leveln. Es ist ziemlich blöd. Es ist halt nur schade. Wenn man solche Dinge. Das ist nicht okay. Okay. Und jetzt ist ja auch noch diese. Oh. Es ist jetzt das, was ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Versteht, was ich meine? Ja. Nicht gebrauchen kann. Okay. Also mal ganz ehrlich, ich finde die Reaktion auch ziemlich komisch. Also, ja, dann musst du halt leveln. Also ich meine, Ah, hallo. Muss ich erstmal in Sicherheit bringen oder möchtest du leveln? Ja, ich gehe jetzt so nach Hause. Ach so. Da. Hier bleib ich. Schlafen gehen können wir auch nicht. Das heißt, wir können hier gar nichts machen. So, okay. Also, ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde jetzt Stream ändern. Ich werde das jetzt erstmal abklären, weil das finde ich nicht in Ordnung. Ganz ehrlich. Gar nicht in Ordnung. Weil ich weiß ja gar nicht mehr, was ich da machen soll. Ja, die bauen. Ja, wie soll ich denn hier was bauen, wenn ich das Zeug nicht... Ich kann ja auch einfach so eine hässliche Hütte dahinstellen und dann... das ist doch nicht der Sinn der Sache. So, jetzt werden wir einfach mal was anderes. So. Ja, machen wir. Ich habe ja ein leeres Inventar. Wir werden das jetzt mal ganz leer reinschmecken.
Nur die beiden Sachen hier behalten. Und dann werde ich jetzt mal mein ganzes Holz nehmen. Ah, mich über. Nehmen wir das dunkle Holz. Holz. Fichtenholz habe ich. Warte mal, wir hatten doch. Eiche gar nicht. Nee, das sieht. Ich würde sagen, wir nehmen das. So. Wir nehmen jetzt. Ja. Alles, was wir. So, und dann schauen wir uns mal an, was wir. Okay. Wir machen das jetzt mal ganz langsam. Wir craften Möbel. Ja. Damit wir jetzt hier überhaupt mal irgendwas machen. Wenn wir jetzt mal die entrinnerte Akazien. Ich finde schon schön. Wir könnten auch so eine Kombi aus. Sind die ein. Das ist doppelte Akazie. Akazie sieht du. Nicht so. Gibt es nicht noch mehr? Dann haben wir hier Alt Hellgrund. Echt? Was haben wir denn noch für. Ja, ne. Schwarz. Okay, wie macht man. Schranktür machen wir mit Sticks. Okay, wir brauchen jetzt erstmal eine ganze Menge Ton. Okay, dann nehmen wir mal. Ganz viel. Dann da drei. Alles hier oben. Eisenkühlchen. Mama. Dacht. Dann schauen wir mal, was wir Öl kriegen. Schwarz, echt Ego. Ah. Denn das hier. Denn, schauen wir mal. Macht man. Einstellt. Das. Macht meine so natürlich. Erstmal wollen wir die mal. Schranktür. Jetzt erstmal Schrank und Sticks brauchen wir. Okay, wir haben irgendwo haben wir. Okay, wir machen jetzt erst zeichnen. Wir haben sowas. Okay. Und wir haben sowas. Was finde ich? Okay. Dann kommen wir hier. Zeigen die einen. Und dann hier. Was euch Kleiderschrank.
Es ist. Immer so ein Stuhl machen. Zäune. Okay, wir brauchen Zäune. Hint oder was? X. Ah. Ja. So, und dann möchte ich hier Stühle haben. Das sind so die möchte ich. Zwei Stück. Okay, das heißt, ich brauche. Also mindestens vier Stühle. So, machen wir die. So, jetzt haben wir davon. So. Ja, ich. Ja. Und? Den haben wir. Da Fischer? Warte, die Tische? Machen jetzt einfach mal alle möglichen Schwarzeichen. Hocker? Schwarzeichen Couchtisch. Hä? Dark O Draws. Weiß zwar nicht, was macht. Hier mir. Mal noch hier. Zeichenschub. Das sieht ja schon mal nicht aus. Da müssten wir noch ein paar von machen. Drei Stück. Wer das eine andere? Schwarzeichen. Eker. Da und die. Okay. Okay. Mal den gemacht. Boah, da. Diesen da. Mann, die gemacht. Warte mal. Oh. Okay. Den hier. Okay, das sind die Slaps. Okay. Es sind Slaps. Okay. Müssen wir dann noch welche kriegen? Könnten wir dann so eine Art von Fischer. So, okay. Jetzt haben wir schon mal ein paar Möbel. Das sieht doch schon mal nicht. Okay. Okay. Jetzt müssen wir uns überlegen, was ich auf jeden Fall machen möchte. Aus welchem Material machen wir jetzt das Dach? Was für Material? Wir könnten das nehmen. Das ist zwar ziemlich blöd. Also ich finde es nicht so schön. Ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, was ich das so. Es wäre auch. Könnten wir die. Dann möchte ich auf jeden Fall. Hier das Eichen. Den Rucksack müssen. Der hat das Holz. Das braucht. Dann nehmen wir mal das Werkzeug. Der hat noch. Okay. Dann nehmen wir. Oh, den Bogen mit wieder. Denn
Einmal, wir haben noch Axt drin. Was haben wir hier drin? Oh, rausholen. Dann brauche ich das. Den nehmen wir auch noch. Das ist nämlich die Kohle und so. Ne? So, okay. Das ist noch die sauberen Wasserflaschen. Ein Fass. Okay. Und das lassen wir erstmal noch alles so. Was ich jetzt überlege ist, wir gehen gleich mal auf. So, die komische Nacht ist frei. Das heißt, ich werde jetzt zu meiner Tierhandlung. Sofern die gesprengt. Okay, hier ist immer noch Winter. Ah, okay. Hier ist noch Diori. Sehr schön. Da können wir die Möbel da schon einstellen. Ihr seht, warum ich dringend ein Dach brauche. Das ist der Grund. So, das heißt, was ich jetzt machen werde, ist jetzt einfach. Egal ob Schnee, Sturm oder sonstiges, es wird nicht ausbleiben, dass wir, wie gesagt, in den. Ich überlege. Jetzt einfach. Oh, hier ist nicht ein Schnee. Okay, das heißt, wir werden jetzt hier einfach unser Abenteuer starten. Es ist egal, ich habe kein Bett mit, ich habe gar nichts mit, aber das ist jetzt. Ja, also ich muss nach Kupfer suchen, das heißt, ich werde mich auch nach wunderschönen Dingen machen. Das ist ein Creeper, den lassen wir da. Ich habe jetzt tatsächlich kein Bett mit. Ist halt so. Ich habe kein Boot mit. Gar nichts ist. So, das heißt, ich werde jetzt da einfach mal rüberschwimmen. Es ist jetzt egal. Es ist vollkommen wurscht. Alla mia, gute Nacht. Gute Nacht. So, wir machen uns jetzt hier einfach mal auf den Weg und wir schauen, wo wir Kupfer herkriegen. Das Schöne ist, dass hier ich noch nicht gewesen bin. Das heißt, und sonst die anderen wieder. Autsch. Er wagt es, das schon wieder zu hauen. Ja, ja. Wir laufen mal. Ey, sieht aber fies aus mit deinen Leuchten. Hat dir das schon mal einer gesagt? Ach das. Naja, na. So, ich verstehe nicht, warum mir so kalt ist. Hier liegt nicht. Gelaufen. Ist jetzt. So. Mir eigentlich. Oh. Ich hab nur schon. Ein schönes Blümchen über. Ja. Entsprechende Höhle. Reingehen. Abo. Kaputt. Das geht. Weg hier. Ah, diese Geister gehen mir auf den Senkel. Ich habe jetzt keine Lust auf Geister. Ganz ehrlich, ich bin jetzt nicht aufgelegt zum Sch. Ja, das ist sowieso schon wieder.
So, wir schauen mal. Hier gibt's was zum Aufwärmen. Sehr schön. Könnt ihr auch beigehen und immer einen Eimer Lava mitstellen. So, ich suche nämlich Kupfer jetzt, weil ich möchte gucken. So, hier haben wir schon das erste. Rockersicht. Das heißt, wir werden einfach stinknormales Kupferdach machen. Trotzdem hier erstmal ein bisschen hier noch rum. Also, ja, ist das noch Kohle. Oh, Theorie. Noch mitnehmen. Als wir doch noch einen zweiten Fuß umziehen müssen. Mal dann. Okay. Jetzt ist auch noch. Hi. Auf jeden Fall ist uns jetzt erstmal wieder warm. Und dann können wir weitergehen. So, mal. Wir sind aber viele Fliegen unterwegs. Mein Gott. Ist irgendwo ein Kadaver rum oder was? Irgendwas, was tut. Gehen Sie weg. Ach, ich mag keine Fliegen. Und gar nicht solche. Ist ja schön und gut, dass hier die Bücher liegen. Piep, piep. Piep, piep. Immer weg. Oh ja, yeah. Das ist auch hübsch. Das ist richtig. Oh Gott. Okay. Ihr könnt ruhig lang gehen. Ihr könnt da reinfallen, wenn ihr. Könnt ihr machen. Okay, das ist stärker. Bin weg. Ah ja. Hab leider auch nicht. Ah, das ist egal. Das Risiko gehen wir jetzt ein. Denk mal. Hat ja so der Tag. Aber ich habe die Befürchtung, dass auch in dieser Höhle schon jemand war, wenn ich mich habe. Und ich habe jetzt auch kein Wasser immer. Naja, egal. Wir sind wieder schlecht vorbereitet. Mal suchen einfach weiter mal das Kupfer. Wir können natürlich da unten auch Kupfer finden. Ja? Lauf jetzt hier einfach mal. Einfach auf Dach. Was wir finden. Hallo. Irgendwas muss man machen. Okay, hier gibt es Kühe und Schafe, hier könnten wir mal eine Runde kurz Bettchen. Wenn die denn was geben würden, was sie nicht tun. Okay, hier gibt es ein Dorf. Hermann. Ich weiß allerdings, was ist das? Autsch, ich wollte hier eigentlich gar nicht.
Die müssen wir abbauen. Na, ihr wisst. Hier ist nicht. Okay, hier ist wieder irgendwelche Müll drin, die keiner braucht. Okay. Okay, wir buddeln uns. Ich mal. So, wo ist auch das? Und da gibt's wieder diese komischen Spinnen. Habe ich. So, dann gehen wir nochmal ins Dorf. Ich schmeißen vorher mal die Truhe weg. Nicht, dass wir noch auf die Gedanken kommen, die auch. Dann wundern, dass hier wieder merkwürdige Skelette. Dankeschön. Was haben wir jetzt im Bett? Was ist hier? Nettes gibt. Lassen Sie mich doch mal. Ja, wir klicken hier mal das Bett an. Eine ganze Volksversammlung. Ja, ich habe leider keine Immel. Wir haben aber auch hier keine Schätze. Was machen Sie denn hier alle im Wasser? Das ist doch kalt. Also so interessant ist das Dorf auch nicht. Weil es gibt Baseball. Ja, wir kriegen das. Warte mal, wir können das Bett. Ich nehme das Gelbe. So, okay, dann schauen wir mal, Gobi. Wir sind in Ramirimur. Was auch immer dieser Ort ist. Das ist okay, hier war definitiv noch keiner. Ich bekannt. Auch diesen ganzen Müll nicht. Sind wir halt nur. Weg. Bett haben wir jetzt. Okay. Ich wollte jetzt mal auf dieser Plattform. Ob es. Hallo. Habt ihr hier Kupfer gesehen? Ich hätte gerne Kupfer. Nein, habt ihr nicht, aber cool. Kann ich mal. Das ist eisig. Ich habe auch keine Lust, dort in dem Dorf da überzugehen. Okay, wir nehmen, wie gesagt, Kupfer mit, was wir kriegen können. Und dann gehen wir zurück ins Dorf. Da gibt es Base Stone. Berg an. Ist ja relativ groß, diese Plattform. Dürften wir noch ein bisschen außer. Nee, nichts. Vor lauter Schnee. Nee, nee. Bei dem Weise wäre auch noch ein bisschen Eisen für. Können wir auch gut. Und vor allen Dingen dürfen wir nicht vergessen, wenn ich dann wieder genügend Level habe. Das ist dann natürlich ein Skill. Los. Und richtig auf. Ja, das wird. Halt. Klettern wir hier Berg. Von 26 Grad.
Blümchen, aber. Ein Häuschen. Es ist relativ kalt. Aber ich find's echt merkwürdig. Okay, versuchen wir den nächsten. Ramiro Moor. Bettform. Essen haben wir ja eigentlich. Das, was ich brauche, ist das hier. Ich werde. Flaschen durch, dass man noch Essen reinschmeckt. Ja, diese komischen Viecher mal fragen, weil die sind gefährlich. So. Das haben wir auch schon mal. Ja, ich glaube schon. So, okay. Das. Wir könnten mal rein. Dass man gar nicht mal. Hat euch nicht. Hat euch. Also ein bisschen Vorsicht. So, jetzt mal gucken, meine Püte. Nein, du frisst mich nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ah, ah. Möchtest du mal richtiges Fleisch haben? Ja, das war's für dich. Ja? Oder lieber zum. Ich hab beides. Gott, du Pflanze. Oh, au! Mann! Bist du? Ja, ich bringe dir schließlich Essen, ja? So, okay. Gut. Dann muss ich mal gucken. Hier haben wir auch schon eine ganze Menge. Dann packen wir die hier nämlich auch. Ja, das Wasser. Warte mal, das Fleisch hier. Wer ist denn das rein? So! Weil ich habe nämlich vor, wir werden unser Dach in Kupfer machen. Wir werden auch nur einstöckig machen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe wirklich Tatsache lieber aufs Abenteuer. Und alles andere ist irgendwie ziemlich sinnlos hier. Da. Das heißt, wir können jetzt im Grunde genommen unsere Dings dann auch mal räumen, also mit Möbeln ausstatten. Dieses Hecheln. Ja, die Pflanze ist, sag mal, das ist so was Besonderes, weil die gibt es ganz, ganz selten. Ja? Also da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich die habe. Also, dass kein anderer die hat. Es ist etwas ganz Besonderes und ja, wenn man die umbringt, dann kann man natürlich hoffen, wieder einen Samen zu. Ja, gibst du das Essen und die lässt das liegen. Ja,
Warte mal, meine Pilze wachsen. Okay, das haben wir wenigstens schon mal geschafft heute. Mal die Pilze reinstopfen. Noch nicht. Das hat geklappt. So. Denn die ganzen Tiere, die wir haben. Hier mache ich gerade mein Wasser. Da ist. Dann nehmen wir mal das hier mit raus. So, und dann gibt es ja noch die Kupferbarren. Jetzt ist natürlich, mit welchen Kupfer machen wir was? Wir können uns eine Kupferrüstung, Kupferklumpen können wir machen. Das heißt, es sieht so aus, als wenn wir dieses Kupfer hier uns machen. So. Wir haben dieses. Okay, guck. Das ist zum Beispiel etwas, was ich so, ich weiß nicht, überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, ich kann hier Kupferblöcke machen, aber ich würde gerne diese anderen machen. Sicherheits. Wow. Los. Flüssigkeitsrohr. Was soll ich damit? Ich suche ganz irgendwie Filter ab. Brauche ich auch nicht. Hier ist dieser Herd. Brauche ich jetzt auch nicht. Karre. Brauche ich auch nicht. Jetzt sagt mir, was ist ein Stream-Tag? Legetusch. Nähtusch. Nähtusch. So, ich weiß immer nicht, wie ich. Ja, Lohnbrille. Soll ich mit dem Lohn? Also kann ich hier wieder alle durchklicken und habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Kupfertauchhelm. Was soll ich denn damit? Ich brauche keinen Kupfertauchhelm. Ich brauche Rosenquarz. Das ist Rosenquarz. Netherquarz. Ja, wo soll ich denn den Netherquarz herkriegen? Undi, du hast immer Ideen. Guck mal. Also ihr seht schon das Problem, was ich da habe. Ja? Lauch. Heiztrank. Was ich suche, ist ganz einfach. Das ist jetzt was. Ja. Ja, ich suche sowas hier. Kupferschindel. Die habe ich ja. Werkbank Upgrade. Okay. Wir brauchen Werkbank Upgrade. Okay. Ein Leder, 4 Pferden und 4 Eisen. Habe ich noch oben. So, dann an ein Leder. Oh, alles gut. Besser, dass wir und X hier noch Leder drinne. Ja, man. Vorbahn. So, ein Lederchen. Was war das noch? In wem, oder? Hä? Sehen Sie ab. Hä? Das ist jetzt so. Dann kann ich das doch in meinem Rucksack machen.
Muss ich das jetzt? Boah, wo habe ich denn? Die sind natürlich jetzt an dem anderen. Betten? Betten, das? Ja. Okay, dann nehmen wir das Diorit noch mit. Dann gehen wir rüber in die andere Base. Da scheint was anderes. Das ist ein. Hallo, die Handlung. Ja, hier ist mal woanders. Okay. Heißt, ihr müsst euch den Astro. Okay, das heißt, wenn ich das jetzt da rein. Aha, schaut mal. Oh, die möchte ich haben. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen zusammen aus Berlin. Schönen guten Abend. Bei euch allen. Dankeschön. Das Werkbank-Upgrade ist für den Vergeben. Hey, die müssten wir haben. Mal diese Kupfergitter. Diese Kupfergitter. Warum haben wir die? Schau dir mal diese Kupfergitter an. So, das heißt, die Türen muss ich auf jeden Fall von dir. Die schließen mich ab. Das ist ja auch wieder doof. Ja, die sind genau hier in der Mitte. Man kann auch nicht zwei setzen. Das ist so eine blöde Lücke, das gefällt mir nicht. Das ist. Da kann man. Das. Okay. Das sieht hübsch. Also noch habe ich keine Idee. Machen kann. Das ist aber sehr interessant. Aber mich ärgert das hier mit den Türen, wenn ihr versteht was. Okay, wir machen mal den Rucksack nochmal. Wir können diese Blöcke hier machen, Kupferchen. Wir können Kupferleitern machen und ein Kupfergerüst. Hm. Ist Schindel. Machen wir die. Machen wir einfach. Wenn ich die jetzt nehme und in meinem Ruck hier raus und hier rein, dann kriege ich die. Ja, kalt. Ich esse. Halt, ich hab doch einen Lava-Eimer. Warte mal, wo ist denn der Lava-Eimer? Lava-Eimer, Lava-Eimer. Hallo, Lava. Lass mich durch. Ich hab da den Lava-Eimer, da kenne ich doch diesen Dings da anfeuern, ne? Komischen anderen Ofen.
Dieser Partikelofen. Ich weiß zwar nicht, was man damit macht. Oder was. Ich weiß. Ich hab kein. Das war. Macht kalt. So Zeit, dass wir da echt was machen. Weiß langsam echt kein Rad mehr. Es ist einfach nur. So. Weil ich verstehe es einfach. So, wenn wir hier mal den Baum weghauen, dann setzen wir da direkt das Dach. Keine Lust. Nee, da kannst du schön weiter verdienen. Das ist noch eine Runde Eichenholz. Wir kommen nicht drum rum, sonst klappt das nicht. Wir müssen quasi hier noch mal eine Runde. Und ganz ehrlich, es ist Schnee, es ist Winter. Und ganz ehrlich, ich sag jetzt mal, gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Ich hab die Nase voll vom Winter. Ich komme erst hier wieder rein, wenn hier Sommer ist. Weil so kann ich nicht arbeiten. Ihr seht, ich habe hier überall Schnee. Es hört einfach nicht auf. Und ich lasse mir was einfallen. Ansonsten, wie gesagt, ich werde dieses Mal so am Donnerstag gucken. Und wie gesagt, sollte es Donnerstag wieder so sein. Denn ja. Was soll ich sagen? Ich werde es jetzt versuchen. Okay, ihr seht ja, es kann es ja auch nicht einschätzen. Ich sehe auch nicht Sommer, Winter. Ich sehe immer nur Raute mit Eiszapfen. Ne? Immer das seht ihr das unten neben der goldenen Karotte. Okay, wir lassen es für heute wieder mal und ich hoffe, dass es Donnerstag besser wird. Und ich bin echt frustriert. Und vielen lieben Dank für die Mitgliedschaften. Ich krieg hier dauernd Mitteilungen rein. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen, weil irgendwie mein Chat mir gar nichts angibt. Haltet mal kurz. Ich mach mal was. Ich krieg ja hier gar nichts mit. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt, wir werden jetzt auch mal ein Raid machen. Ich hoffe, das machen kann. Hey, ganz ehrlich. So, wisst ihr was? Ich schicke euch jetzt einfach mal zu Basti. So, Basti zockt und wünsche euch viel Spaß. Hey Basti, grüßt ihn. Ich werde auch noch kurz rüberkommen. Und wie gesagt, wir lassen den Krampf für heute, weil das frustriert mich echt. Also, wenn man so einen dauernd einen auf die Nase kriegt hier, dann, macht das keinen Sinn. Ja, und jetzt blubbert hier um mich rum. Wie gesagt, gute Nacht und tschüss und eventuell bis Donnerstag. Ja.